Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Insurgency. Und heute begrüße ich euch zu einem neuen Spielmodus, der noch aus der Mod war. Und zwar nennt sich das Ding Push. Und in diesem Modus geht es eigentlich darum, dass man bestimmte Punkte einnehmen muss als Amerikaner. Und die Terroristen, also die, die wir jetzt gleich spielen werden, die müssen das Ganze verhindern. Und das Ganze wird so abgehandelt, dass es immer Wellen gibt, also so Gegnerwellen. Und pro Einnahme des Punktes wird 5 werden gut geschrieben der Gegnerseite und es kommen 5 Minuten drauf, um diesen Punkt einzunehmen. Also man muss hier, wie der Name schon sagt, richtig pushen, man muss hier richtig schnell handeln, man darf hier nicht zu lange überlegen. Denn sonst läuft die Zeit ab oder man hat diese Wellen verloren. Ich finde, das ist ein echt guter Modus, wie gesagt, ist von der Modifikation noch, die damals noch dort war, vor 1-2 Jahren waren es, glaube ich. Accused of Trolling. Hoffentlich bannen sie mich nicht gleich wegen Trolling. Das wäre noch heute echt der Riesenfail. Also müssen wir hier praktisch Punkt A hier verteidigen. Man könnte es vielleicht ein bisschen mit beschreiben wie den Rush-Modus aus Battlefield. Man hat hier bestimmte Tickets. In diesem Fall halt die Wellen. Und die Gegner dürfen halt diesen Punkt nicht einnehmen. Wenn sie es getan haben, wird es halt zum nächsten Punkt verschoben und immer so weiter, bis halt irgendwann die ganze Karte besetzt ist. Ich laufe hier gerade mit AKM rum. Nichts Besonderes dran. Nur das Cobra-Visier und das war's. Mehr Punkte hatte ich nicht zur Verfügung. Da ist der Gegner, aber es ist ja im Rauch drin, ne? Das war natürlich clever von dem. Ja, der ist der Punkt eingenommen worden. Und jetzt müssen wir zurückstürmen zum Punkt B und diesen verteidigen. Boah, 3 Schüsse in den Rücken, er lebt immer noch. Krass. Da hat jemand echt gute Panzerung dabei gehabt. Wow. Den habe ich zu spät gesehen, der war schon vorbei. Ich würde sagen, dieser Modus ist gar nicht mal so schlecht. Werde ich wahrscheinlich öfters mal auch so spielen. Denn da ist noch ein bisschen mehr Schnelligkeit im Spiel. Heißt also, man darf hier nicht versuchen, so lange wie möglich zu überleben und versuchen, so langsam wie möglich dran zu schleichen an den Gegner oder versuchen, diesen zu flankieren. Also man muss hier wirklich versuchen, dem Team taktisch zusammenzuarbeiten, aber das Ganze halt in einer gewissen Zeit, dass das Ganze auch wirklich schon rushen ist. Also man pusht hier durch sich durch die Wellen hier durch und versucht, den Gegner zurückzuschlagen. Mist. Da habe ich zu lange gewartet. Ja, das Cobra-Visier ist gar nicht mal so gut auf die weite Entfernung, obwohl man das eigentlich auch verwenden könnte dafür. Aber ich finde die Visierung einfach, dieses Zielvisier in der Mitte, dieses rote Kreuz da, so ein halbes Dreiviertelkreuz, das finde ich so, weiß nicht, ich komme damit einfach nicht klar wirklich. Dann doch lieber mit Kim und Korn. Ich glaube, ich schleiche mal hier außen rum. Da war einer. Wow, alter Schwede. Das war eine Handgranate. Hat den Gegner vor mir voll zerfetzt. Alter, ey. Tja, da konnte ich ganz schlecht was machen. Von beiden Seiten kam es jetzt gerade. Ja, nimm dein Telefon. Dass er den Gegner hinwegspringt? Nee, ich muss erstmal C4 legen.
Wie ihr gesehen habt, übrigens auch mit Telefon auslösbar. Was ziemlich cool ist, finde ich. Geht doch nicht eine Waffe irgendwie auf der Kiste oben drauf, glaube ich. Oh. Ja. Man sollte vielleicht noch die rechte Seite checken. Das ist die linke Seite, nicht die rechte. Ich glaube, ich schmeiße mal das C4 weg und mache mal hier so ein Vierfachvisier drauf und einen Vordergriff. Ich glaube, am besten einfach mal hier sitzen. Irgendwas wird ja schon passieren. Ja, haben gewonnen. Alle Gegner ausgelöscht für diese Runde. Aber eine Runde müsste noch kommen. Es steht gerade 1 zu 2, das heißt, eine sollte noch kommen. Nee, kommt nicht mehr. Tja, das liegt daran, dass ich Modus noch nicht gespielt habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Runde von Insurgency. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.